Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fishing Planet. Diesmal wieder aus Alberta vom See des Weißen Elchs. Denn ich habe mir gedacht, wir machen mal eine kleine Karpfentour und fangen hier mit dem Saukarpfen an, den es in Alberta zu fangen gibt. Dann gehen wir nach North Carolina wahrscheinlich, wo wir auch noch einen Karpfen fangen können, den wir auch noch nicht gefangen haben. Na gut, ob wir nochmal nach Kalifornien gehen, weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken, ob sich das nochmal lohnt. Aber erstmal wollen wir hier anfangen. Und hier haben wir auch noch einen ganz speziellen Freund zu fangen, den wir einfach mal in diesem Video mit erwischen werden. Hoffentlich zumindest, weil meistens lassen sich die ganz Großen ja etwas Zeit. Aber bevor wir anfangen, habe ich natürlich vergessen, aufs Setup zu gucken. Und das sehen wir hier. Die Phoenix 450, Eximator 5500, den Zweierhaken, Fluoreschnur und Grießkugel als Köder. 1,20 Meter tief ist eigentlich alles relativ egal. Ihr könnt hier auch, was weiß ich, nehmen. Erbsen, Dosenfutter. Auch wenn hier kein Karpfen jetzt explizit als Zielfisch beisteht. Aber klappt auf jeden Fall trotzdem. Kann natürlich nur passieren, dass ihr da Quappen als Beifang habt. Ich habe da relativ häufig eine Quappe am Haken hängen und keinen Saukarpfen. Deshalb werden wir jetzt erstmal bei den Grießkugeln bleiben. Da habe ich eigentlich wenig Beifang und das sollte so klappen. Die Schnur ist natürlich auch etwas stark vielleicht gewählt für den Kleinen. Und dann werfen wir einfach mal kurz da hinten hin. Ja, okay, jetzt geht nicht das Feuerwerk los. Aber wir waren noch nicht im Wasser und ob die auf Grießkugeln gehen, die Fellforellen, weiß ich auch nicht. Aber erstmal hier schön auf 27 Meter oder so. Muss doch nicht so genau sein. Ihr könnt die auch bei 15 Meter fangen. Also ist eigentlich relativ egal. Und jetzt haben wir hier tatsächlich einen Ausschlag dran, aber der ist tatsächlich so klein, dass man den kaum sieht, nur an der Pose. Das ist schon der Fisch, den wir eigentlich danach noch fangen wollten, der sich jetzt hier anschleichen möchte. Aber an den Haken sollte der eigentlich nicht gehen. Da müssten wir eigentlich vor dem erstmal sicher sein. Also bevor wir den Monsterfisch hier landen können, müsste erstmal der Haken gewechselt werden. Der versaut jetzt nur die Tui auf den Karpfen, solange der daran nuckelt. Deshalb soll er mal langsam einen Abgang machen und den Weg frei für unseren Bartelfreund. Aber der zieht immer noch da dran. Vielleicht muss ich gleich nochmal neu auswerfen oder dem Köder wegziehen, damit der mal endlich hier einen Abgang macht. Und sonst haben wir den hier die ganze Zeit dran und der Karpfen lässt sich nicht blicken. Aber ihr könnt ihn auch die ganze Zeit fangen. Es gibt davon bis jetzt zumindest meines Wissens nach keinen Trophäenfisch, keinen einzigartigen. Zumindest wurde, glaube ich, noch keiner gefangen. Also werden wir erstmal mit der Normalkarpfengröße vorlieb nehmen müssen. Ich glaube, in North Carolina sind bis jetzt auch nur junge, gewöhnliche Karpfen gefangen worden. Und wenn die junge heißen, dann frage ich mich ehrlich gesagt, ob es nicht auch normale gibt. Weil bei den Forellenbarschen ist es ja auch so, dass es junge Forellenbarsche gibt. Dann halt die normalen, dann die Trophäen und auch die einzigartigen. Aber bis jetzt wurde noch keiner gefangen. Wir haben auf jeden Fall erstmal den ersten Fisch an der Leine. Und das sollte doch vielleicht schon mal unser Zielfisch sein. Sieht auf jeden Fall gut aus. Leicht hell. Und da haben wir ihn auch schon in der Hand. Den weißen Saukarpfen. Knapp 1,6 Kilo. 69 Erfahrungspunkte. Ist natürlich jetzt nicht die Welt. Und lohnt sich nicht wirklich zu fangen. Der sieht ein bisschen aus wie eine Barbe. Aber ich glaube, das ist kein, ne? Wahrscheinlich gibt es wirklich so Saukarpfen irgendwo in Alberta oder sonst wo in den USA. Ich habe es jetzt nicht vorher extra gegoogelt, aber wie eine Barbe sieht es auf jeden Fall aus. Sollte aber vermutlich keine sein. Ich werde einfach mal noch ein paar hier fangen. Und dann, wie gesagt, zum eigentlichen Monster dieses Gewässers hier wechseln.
Da ist wirklich das stärkste Gerät verlangt, was man hier sich zulegen kann. Aber nichtsdestotrotz werde ich bei dem Gerät bleiben, weil ich natürlich auch einen ordentlichen Drill erleben möchte. Und ich glaube, an der 023er Fluro macht der Fisch richtig Dampf. Also da freue ich mich schon extrem drauf. Dann wir erstmal gucken wir, ob wir nicht noch hier einen von den saugenden Freunden uns gönnen. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Köder für den anderen mit habe. Normalerweise hätte ich jetzt mit Brot gefangen. Ich glaube, Brot habe ich letztes Mal ausgepackt. Aber macht nichts. Wir haben ja gerade schon einen Biss auf den gehabt, hier auf die Grießkugeln. Dann versuche ich es einfach mit den Grießkugeln. Von dem Köder dürft ihr euch aber nicht täuschen lassen. Ja, ihr denkt jetzt hier Brot. Ja, das wird doch wohl nicht ein kleiner Fisch sein. Nein, meine Freunde. Das ist einfach ein Bug, dass auch der beim Biss der Powerbug nicht richtig ausschlägt bei dem, weil er einfach so kräftig zieht, dass das bisschen anders rüberkommt, als es tatsächlich ist. Das ist, glaube ich, der größte Fisch im ganzen Spiel. Da kann der Alligator echt in Missouri einpacken. Da brauchen wir auch keine Bildschirmlupe für benutzen. Das verspreche ich euch. Das wird, ja, ich glaube nicht, dass das Thumbnail wird, weil ich den Saugkarpfen als Thumbnail benutzen werde. Aber der hätte es auf jeden Fall verdient, eigentlich auch noch mal ein eigenes Video zu bekommen. Aber ich habe mir gedacht, komm, als Bonus packe ich den hier dran. Und ohne Witz, ich kriege gerade mehr Bissen von dem als von den Saugkarpfen. Also der drängt sich schon ein bisschen in den Vordergrund. Man sieht also schon, dass es auch das dominante fischige Wesen hier in diesem Tümpel ist. Ja, also der hat hier gar keine Nahrungskonkurrenz. Wenn der da ist, dann ist der der Boss. Das muss man ganz klar so sagen. Und deshalb gibt es natürlich hier auch keine einzigartigen Lachse, weil die Lachse schmecken sehr lecker. Und auch dem Fisch, den wir gleich fangen werden. Ja, und deshalb haben wir natürlich nicht so viel Zeit, zu ordentlichen Größen ranzuwachsen. Und bleiben deshalb eher in den Trophäenbereichen. Aber hier könnte sich erstmal jetzt wieder einer von den Karpfen blicken lassen. Aber die sind gerade ein bisschen stur. 13:30 Uhr müsste eigentlich noch in der Beißzeit liegen. Sonnig ist die ja über den Mittag verteilt. Das sollte nicht das Problem sein. Na, da kommt schon wieder einer von den anderen. Wenn nicht, muss ich gleich erstmal den Haken wechseln. Wenn er unbedingt jetzt schon aus dem Wasser will, dann kann er natürlich gerne schon mal rauskommen. Na, jetzt das Feuerwerk, aber auf die Grießkugel sollten wir eigentlich keine Fellforelle fangen. Aber ausschließen kann man es natürlich auch nie. Ich werfe erstmal noch neu aus und gucke mal, ob ich dann vielleicht den Karpfen noch mal landen kann. Einen haben wir zwar schon, aber komm. Wenigstens zwei müssen da wohl drin sein, bevor wir uns dann an den nächsten Fisch ranwagen. Ich bin mal gespannt, was hier Silvester los ist. Ob dann hier auch das Feuerwerk losgeht die ganze Zeit. Ob es tatsächlich ein paar Verrückte gibt, die hier Silvester feiern im Spiel. Aber ich denke mal, vorher und danach wird auf jeden Fall auch noch ordentlich das Feuerwerk gezündet hier.
Gibt ja auch genug durch den täglichen Weihnachtsbaum, den man hier auspacken kann. Immer ein Feuerwerk obendrauf. Ich hatte natürlich die Hoffnung, dass da irgendwie noch ein schönes Geschenk bei rausspringt. So eine Route oder so wäre natürlich nice gewesen. Vielleicht gerade so eine Weihnachtsposenroute, aber bis jetzt leider nur Feuerwerk in dem täglichen Geschenk und einmal, glaube ich, 5 Gold oder so. Deshalb wird es da wohl nicht viel mehr geben, aber ich glaube, es geht ja noch bis zum 11. Januar oder so. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Irgendwann Anfang Januar, wahrscheinlich genauso lange, wie man hier umsonst hinreisen kann. Würde zumindest Sinn machen. Aber die Karpfen verstecken sich gerade. Wenn ich muss ich doch nochmal vorspulen, weil irgendwie wollen die gerade nicht. Ich kann es mal hier vorne irgendwo versuchen. Gucken wir mal, ob da was passiert. Wenn nicht, muss ich das doch nochmal mit der Beißzeit abchecken, weil das ist jetzt schon ein bisschen sehr wenig, was hier vor sich geht. Aber das ist immer das Problem mit den kleinen Fischen. Die liegen mir sowieso nicht. Das haben wir schon beim Kübelscam-Barsch damals gesehen, der mich das Leben zur Hölle gemacht hat. Und genauso machen sie jetzt die Saukarpfen. Aber ich wechsle mal kurz auf Dosenfutter, gucken, ob ich da Erfolg habe. Vielleicht kommt er dann nochmal zum Zuge. Kann natürlich sein, dass wir jetzt aber die Quappe erwischen. Aber es wird auch nicht ganz so dramatisch, ist ja nicht so spannend, den Fisch zu fangen. Auf jeden Fall kann man ihn fangen, auch wenn mir das jetzt hier gerade nicht gelingt. Ich glaube nicht, dass den einer gezielt beangeln möchte. Da musste ich kurz mal niesen. Aber jetzt geht's wieder. Und auch der Fisch wartet auf uns. Aber die Frage ist halt, ob es jetzt der Karpfen ist oder die Quappe. Das kann man jetzt nicht wirklich sagen. Aber wir werden es gleich wissen. Wenn wir den hier aus dem Wasser ziehen. Noch ein paar Meter. Was sieht? Doch, das sieht nach einem Karpfen aus. Ist auf jeden Fall hell. Die Quappe ist mal dunkler, wenn die aus dem Wasser plöppt da. Und da haben wir nochmal einen mit 1,3 Kilo. Diesmal sogar ein relativ kleiner. Gerade fast 1,6. Und jetzt nur noch 1,3. Das ist natürlich einer von der kleinen Sorte. Aber jetzt brauchen wir natürlich noch die Zeit, um auf unsere Grießkugeln hier. Hallo, Grießkugel. Geh da dran. Habe ich jetzt hier Leck oder was? Aber nice. Kann ich wenigstens den Haken schon mal ändern oder geht das auch nicht? Haken. Ah, jetzt die Grießkugel dran. Perfekt. Hat nur ein bisschen gedauert. Hakengröße 10. Weil der ist ziemlich vorsichtig. Boah, jetzt dauert das auch so lange mit dem Haken. Na komm. Setz den Haken drauf. Mal kurz F9 drücken. Nice, 170er Ping. Läuft auf jeden Fall, aber geht langsam runter. Und Haken 10 ist auch drauf. Na gut, dann versuchen wir jetzt mal unser Glück auf den Fisch. Ich hoffe nicht, dass sich der Leck jetzt hier irgendwie auf den Fischfang auswirkt. Dann versuchen wir mal auf unseren 10er Haken hier den Monsterfisch zu erwischen, der hier sein Unwesen treibt. Mal gucken, ob uns das wenigstens noch gelingt. Auf die Powerleiste braucht man da eigentlich gar nicht
so sehr zu achten. Denn wenn, dann erkennt man es tatsächlich erst, wenn sich die Pose bewegt. Das ist auch kein Problem, hier die dicke Pose zu nehmen. Weil der absolut genug Kraft hat, um die unter Wasser zu ziehen. Und da zuppelt er schon. Jetzt müssen wir nur noch darauf achten, ob er auch mit dem Köder wegschwimmt. Ich glaube, einen kleineren Haken als 10 gibt es gar nicht. Aber der Fisch sitzt und der Drill geht los. Er kämpft natürlich wie ein Wilder. Ja. Also ich kann ihn kaum halten. Wir sehen hier, der ist jetzt zwar kurz vor den Füßen, aber der muss sich erst richtig auspowern, bevor man den an Land zieht. Denn sonst hat man ernste Probleme, den irgendwie zu bändigen. Den kann man gar nicht festhalten mit zwei Händen. Da tobt er nochmal im Wasser, das Wasser spritzt. Und dann holen wir den doch mal lieber raus. Sonst erfriert er noch. Da ist er, der Riesenseedöbel. Ja, da muss man hier direkt mal die neue Funktion testen mit der rechten Maustaste, um sich den Fisch genauer anzugucken. Ich hätte gerne noch eine Funktion zum Zoomen, sonst sieht man den irgendwie nicht so gut. Ich kann hier nochmal irgendwie, weiß nicht, gegen Himmel oder so sieht man den vielleicht besser als gegen die Bäume. Also, schon ein absolut kapitaler Brocken. Hier auch nochmal schön in der Sonne zu sehen. Also den gezielt zu beangeln lohnt sich auf jeden Fall richtig. Gibt auch immerhin drei Erfahrungspunkte. Wenn ihr kein Premium habt, dann natürlich nur zwei. Also wer mit dem Fisch levelt, dem möchte ich auf jeden Fall hier schon mal beglückwünschen an der Stelle. Hat sich auf jeden Fall den richtigen Fisch ausgesucht. Und macht auch absolut Spaß, den zu fangen. Weil das natürlich ein ganz anderes Erlebnis mal ist, als immer mit den ganzen kleinen Jungfischen hier, die immer sein Unwesen treiben. Der macht schon richtig Laune. Und deshalb gucken wir auch direkt, ob wir davon nicht auch noch einen zweiten erwischen können. Denn alle guten Dinge sind zwei und wir müssen schon mindestens von jedem zwei erwischen. Aber wenn man tatsächlich auf die Powerleiste guckt, wenn man den fängt, dann spielt einem das Wasser da schon die Streiche, indem man denkt, ah, da ist vielleicht so ein ganz leichter Ausschlag, so eine ganz leichte Blaufärbung, aber da ist gar nichts zu erkennen. Deshalb warten wir einfach mal, bis die Pose tänzelt und uns den nächsten Fisch liefert. Ich weiß gar nicht, ob es noch irgendwo anders Karpfen gibt, außer hier und in North Carolina halt die neuen und noch in Kalifornien der alte. Also, sollte es noch irgendwo einen geben, dann könnt ihr es mir auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Und damit ich da dann natürlich auch noch vorbeischauen kann auf meiner Karpfentour. Hauptsache, das wird in North Carolina nächstes Mal erfolgreicher als hier, weil hier waren die ein bisschen sehr zögerlich. Hier kommt auf jeden Fall nochmal ein Biss. Gucken wir mal, ob der den Köder auch nimmt. Ja, tut er. Perfekt. Da ziehen wir nochmal hier den Seedöbel an Land. Und da haben wir ihn. Der sieht echt ganz schön aus hier mit der Blaufärbung an dem Kopf. Aber ich wüsste mal gerne, wo es den gibt. Also Döbel kenne ich wohl, aber ein Seedöbel habe ich noch nie was von gehört. Wahrscheinlich irgend so ein Aquariumzierfisch oder so, wie der aussieht. Oder der gibt es halt tatsächlich nur in den kälteren Regionen. Das weiß ich natürlich nicht, was so in Bayern irgendwo im Voralpenland da rumschwimmt. Wobei so kalt ist es da auch nicht im Sommer. Deshalb wahrscheinlich nicht ganz wie in Alberta. Ich habe auch auf den Zähnehaken noch keinen Karpfen gefangen. Normalerweise sollte man ja meinen, das ist eigentlich kein Problem, die damit zu fangen, nur weil der Haken kleiner ist, heißt das ja nicht, dass sie nicht anbeißen.
Aber weiß ich nicht, ob die da so eine Range implementiert haben. Von der Größe bis zu der Größe beißt der und der Fisch. Keine Ahnung. Ich habe mal tatsächlich einen normalen Döbel am 20er Haken gefangen. Das war schon eine kleine Meisterleistung. Eigentlich habe ich auf kleine Köderfische gestippt und dann hat der den genommen. Und mit so einer Stipprute hat man nicht so viel Spielraum, um den irgendwie auszudrillen. Und an einem 20er Haken ist natürlich nicht gerade das dickste Vorfach dran. Das war schon ziemlich spaßig, den dann doch noch irgendwie rauszukriegen. Aber hat trotzdem geklappt mit ein bisschen Ruhe und ein bisschen Geduld. Hat er dann irgendwann aufgegeben. Und ich glaube, wir können die Grießkugel als Fellforellenköder dezent ausschließen, denn so viel Feuerwerk, wie jetzt schon war und wir noch keinen Biss hatten, das spricht auf jeden Fall erstmal dafür, dass die hier nicht zu Hause ist, beziehungsweise nicht auf Grießkugel zu fangen ist. Ah, jetzt sehen wir hier einen Ausschlag. Machen wir jetzt hier den kapitalen, einzigartigen Seedübel dran, oder was? Da bin ich mal gespannt, was das wird. Wenn es überhaupt was wird, wenn er nicht weg ist. Jetzt sehe ich schon wieder nichts mehr. Und ich glaube, an der Pose sieht man auch nichts mehr. Oder? Die wackelt noch so ein ganz klein bisschen, aber nicht mehr wirklich viel. Doch, jetzt kommt sie nochmal. Der Ausschlag wird auch wieder stärker. Aber vielleicht doch eher ein Karpfen. Boah, ich hoffe, der beißt an, damit ich weiß, was das ist. Das wüsste ich jetzt echt mal gerne. Aber ich weiß nicht, ob der schon weg ist oder ob der doch noch da ist. Ich kann es echt nicht erkennen. Die Pose bewegt sich halt nicht mehr. Und auf dem Powerbalken bilde ich mir ein, was zu sehen, aber ich glaube, da ist gar nichts. Ne, ich glaube, das ist nur das Wasser. Schade, ich hätte gerne gewusst, was da gerade den stärkeren Ausschlag verursacht hat. Nicht, dass es hier doch den einzigartigen Seedübel gibt und wir den hier fast gefangen hätten aus Versehen. Aber ich möchte es fast bezweifeln. Da ist nochmal ein Ausschlag. Der sieht auch schon wieder stärker aus. Vielleicht ist das auch ein Karpfen und der geht einfach an den 10er Haken jetzt nicht dran, weil er zu klein ist oder so. Das kann natürlich durchaus sein. Ich glaube, jetzt ist das schon wieder weg. Ja, wahrscheinlich sind das einfach Karpfen, die daran nagen, aber nicht zupacken, weil sich der Snack nicht rentiert. Gerade im kalten Wasser wollen wir natürlich möglichst dicke Beute machen mit möglichst wenig Energieaufwand, damit die einen guten Energiehaushalt bewahren können während der Kälte. Aber scheint so, als wenn das hier mit den Karpfen nichts mehr wird und mit den Seedöbeln auch nicht. Deshalb möchte ich hier erstmal Feierabend machen und dann geht die Karpfentour weiter, demnächst in North Carolina, wenn sich nicht noch irgendwie irgendwo ein einzigartiger andeutet, wie der Karlecht oder so, und der sich dann dazwischen schiebt. Dann gibt es natürlich den zuerst. Aber ansonsten sehen wir uns, wie gesagt, beim nächsten Karpfen wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn die Fische heute nicht so spektakulär und nicht so groß waren. Hier beißt nochmal einer, aber ich glaube, der geht auch nicht dran, weil der Ausschlag auch schon wieder so stark ist. Aber wir warten nochmal kurz ab, bevor ich hier auf Wiedersehen sage. Ah, der zieht doch nochmal ab. Gucken wir mal, was das wird. Vielleicht haben wir doch nochmal den Karpfen hier auf den kleinen Haken. Ja. Ist tatsächlich ein Karpfen. Wahrscheinlich auch ein kleiner Karpfen. Nur 1,4 sogar. Gar nicht mal so klein, eher so Mittelding.
Also hören wir wenigstens auch mit einem Fisch hier auf. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin sage ich Petri Heil und auf Wiedersehen.